Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von BibelTV, das Gespräch. Um eine Schatzsuche soll es uns heute gehen und es handelt sich um einen Schatz, den Sie sicherlich alle kennen. Ich freue mich sehr, dass heute drei Schatzsucher da sind, um uns zu verraten, wobei es dabei genau geht. Ich begrüße Albert Frey, Schatzsucher Nummer 1. Er ist Singer, Songwriter, Musiker und Autor. Ich begrüße Ulrich Eggers, Geschäftsführer der SCM Verlagsgruppe. Und ich begrüße Lothar Kosse, ebenfalls Musiker und Singer-Songwriter. Ich frage den Verlagschef zuerst, um was für einen Schatz handelt es sich und was haben Sie dabei gehoben? Es geht um das Liederschatzprojekt. Also der Schatz sind Lieder, in diesem Fall ganz speziell ältere Lieder. Und ja, müssen wir erzählen, was das für einen Sitz im Leben hat. Ich kann ja vielleicht gerade mal anfangen. Also mir ist irgendwann mal aufgefallen, ich habe zwei Jungs, zwei Mädchen und die beiden Jungs waren mal irgendwann in einer schwierigen Phase. Und ich habe mal zu ihnen gesagt, Mensch, guck dir mal die schöne alte Lied an, befiehl du deine Wege. Und befiehl du deine Wege, kenne ich nicht. Was ist denn das für ein Lied? Sag ich, das gibt's doch nicht, musst du doch kennen. Das haben wir, das ist doch in unserer Gemeinde. Ja, hab ich nie gelernt, singen wir ja nicht. Und da bin ich zum ersten Mal auf die Idee gekommen, Mensch, die jungen Leute in unseren Gemeinden lernen die alten Lieder überhaupt nicht mehr. Warum? Weil es Worship-Lieder gibt. Die beiden Jungs hier. Und das ist aber gut. Ich freue mich an den Worship-Liedern, aber ich habe auf einmal gemerkt, die alten Lieder geraten ein Stück in Vergessenheit. Und ich halte das für einen Schatz, den wir neu entdecken müssen. Also das bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf den freikirchlichen Bereich, kann man das so sagen? Oder wie würden Sie das eingrenzen? Ich glaube, überall, wo heute Worship-Lieder gesungen werden in den Gottesdiensten, klar, das ist vielleicht eher der freikirchliche Bereich, aber ich glaube, man kann das gar nicht so streng eingrenzen. Also in der Landeskirche auf jeden Fall auch. Ja, ja, ja. Da, wo offene Gottesdienste sind, da, wo man, glaube ich, auf ein buntes Publikum zugeht, singt man diese neuen Lieder. Die sind schön, die sind eingängig, ich mag sie sehr. Aber hey, es ist eine Verarmung, wenn wir nur noch eine Sorte singen, sag ich mal. Ja, deshalb die Nachfrage, weil es jetzt vielleicht Zuschauer gibt, die sagen, ich bin jeden Sonntag in meinem Gottesdienst irgendwo auf dem Lande. Eigentlich habe ich genau das gegenteilige Problem, dass ich nur die alten Lieder singe. Aber das ist eine Tendenz, die Sie durchaus wahrnehmen, dass die neueren, moderneren Lieder im neueren Gewand und mit neuen Texten eher eine dominante Rolle spielen. Es hat im Grunde so ein bisschen Pendelschlag gegeben, zumindest so aus meiner eigenen Gemeinde bei mir in der Heimatstadt. Cuxhaven empfinde ich das so und ich bin eigentlich dankbar dafür. Wir singen fast nur noch neue Lieder. Und man hat manchmal so schamhaft so einmal, großer Gott, wir loben dich noch dabei oder sowas. Aber es ist ein bisschen so eine Monokultur geworden. Eigentlich findet man das gut, aber ich merke jetzt auch, es ist so ein bisschen over the top. Wir müssen zurück. Und klar, da gibt es an unterschiedlichen Orten gibt's unterschiedliche Kulturen, aber woran mir sehr läge, wäre, dass wir die Gottesdienstkultur verändern im Sinne einer Ganzheit. Dass man Neues und Altes singt, Altes und Neues singt, weil das ist ein Reichtum. Lothar Kosse, Albert Frey, zwei prominente Vertreter eben dieser neuen Worship-Musik. Wie hört sich das an, over the top, Lothar Kosse, was Ihnen sagen? Also ich muss sagen, aus meiner persönlichen Historie war es so, dass ich mich darüber gefreut habe, dass die alten Lieder endlich mal abgelöst wurden durch neuere Musik. Ich kann mich erinnern, ich habe als Kind in einer Freikirche gesessen und habe mich teilweise sehr gelangweilt bei diesen alten Liedern, weil sie ein Format hatten, auch einen musikalischen Format hatten, was mich persönlich nicht mehr angesprochen hat. Ich dachte, das ist ein Relikt aus einer anderen Zeit, damit habe ich eigentlich persönlich nichts mehr zu tun. Erst viel später habe ich dann für mich persönlich entdeckt, was für Schätze da wirklich verborgen sind, wenn man mal den Staub so ein bisschen beiseite rüttelt. Das haben wir jetzt in diesem Liederschatzprojekt versucht zu tun. Wir haben die Melodien genommen, wir haben die Musik, die Texte genommen und wir sind popmusikalisch da dran gegangen und haben gesagt, wir wollen das einer neuen Generation zur Verfügung stellen, weil die Inhalte und die Texte, die sind großartig, die sind auch up to date. Also Paul Gerhardt ist in unserer Zeit genauso relevant wie vor 350 Jahren. Aber die Musik gilt es nochmal zu transportieren. Und wir haben uns diesem Experiment gestellt, sehr behutsam, wir waren vorsichtig, wir wollten nichts zerstören an dem Originalen. Wir wollten aber andererseits auch nicht die Lieder jetzt ins Regal stellen und so sagen, hier, wir haben so ein kleines Museum, da gucken wir jetzt mal drauf. Wir wollten sie zurück in unsere Zeit holen. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Albert Frey, wie sah das konkret aus? Muss ich mich jetzt auf Befehl du deine Wege im Gangster-Rap-Gewand einstellen oder auf was darf ich mich freuen? Ja, nee, also ich fange auch noch mal ein bisschen früher an. Uli hat eine Tür eigentlich bei mir eingerannt, auch mit dieser Grundidee, wir müssen was tun, die alten Lieder gehen verloren. Ich habe auch ein bisschen unterschiedlich zu Lothar vielleicht eine stärkere Verwurzelung in der Kirchenmusik. Mein Vater ist ehrenamtlicher Kirchenmusiker, ich komme aus einer Klassikfamilie, war das schwarze Schaf, also der die ersten Popplatten heimlich sich besorgt hat und so. Aber das war immer ein Teil meiner Kultur, auch meines Glaubens, so die klassischen Elemente.
Und ich habe auch in den Konzerten von Andrea und mir, meiner Frau, oder haben wir immer schon mal wieder was eingebaut, was daran erinnert, habe verschiedene solche Projekte schon gemacht mit Liturgie und so weiter. Aber ich nehme auch diese Spannung wahr zwischen alt und neu, auch den Bruch in der Kultur. Und von daher war es wirklich an der Zeit, mal ein klares Statement zu setzen, gerade von Leuten wie wir, die eher für neuere Musik stehen. Die alten Lieder sind auch wichtig und wir machen jetzt mal mehrere CDs, auf denen nicht unsere eigenen Lieder drauf sind, zum wiederholten Mal, sondern jetzt ganz bewusst kümmern wir uns um die alten. Ja. Und das war eigentlich so die Grundidee. Also was mir wichtig war, weil ich komme eben auch aus einer Gemeindekultur, wo man dann immer mal gehört hat, eben so wie bei Lothar, irgendwann mal haben die Jungen gesagt, oh, diese ganzen alten Lieder. Heute gibt es viele Ältere, die sagen, immer nur diese neuen Lieder. Und das, was wir, glaube ich, gemeinsam wollten, das war so dieses, hey, wir wollen keinen Pendelschlag. Es geht nicht darum, irgendwas schlecht zu machen. Es geht nicht darum, neue Lieder schlecht zu machen. Die sind schön. Das ist wunderbar. Das ist eine Gabe Gottes. Aber es kann auch nicht darum gehen, die alten Lieder schlecht zu machen. Da ist so viel Schatz drin. Im Grunde sind ja die alten Lieder wie so eine Hitparade von 300-400 Jahren. Das Beste, was sich bewährt hat, ist übrig geblieben. Und das ist so ein Schatz. Und da war diese Idee, hey, lasst uns das irgendwie in einen Dialog kriegen. Und ich habe mich gefragt, wie kommt es dahin, dass das nicht als so ein nöliges Projekt aufgenommen wird, boah, die Alten kämpfen jetzt gegen die Jungen und setzen sich wieder durch. Und das war dann so die Idee zu sagen, hey, wir müssen eigentlich die fittesten Musiker fragen, dass die, die Vorbild sind für die Worship-Szene, sagen, hey, wir kennen diese Schätze und wir schätzen die Schätze und wir bringen die neu ins Leben. Das war so die Grundidee für das Liederschatzprojekt. Ja. Die prominentesten Vertreter sind bei allem Respekt nicht nur Lothar Koss und Albert Frey, sondern Sie haben auch ganz viele verschiedene Leute mit ins Boot geholt. Wie kam es denn von der ursprünglichen Idee und vom Wahrnehmen letzten Endes von der Idee zu CD, also zur fertigen Kollaboration? Wie sind Sie da vorgegangen? Wir müssen eigentlich die beiden mehr erzählen, aber ich kann ja mal den Anfang setzen. Hey, das ist natürlich das Vorrecht einer Verlagsgruppe. Wir können Geld einsetzen, um eine Produktion zu machen. Und wir haben uns zusammengesetzt als so ein kleiner Ideenkreis und haben gesagt, wie kriegen wir das hin? Was sind denn die besten, wichtigsten Lieder? Ist immer subjektiv, aber wir haben rumgefragt in der christlichen Szene. Sehr viele Präses, Pastoren, Gemeindeleiter. Was ist euch am wertvollsten? Und es sind am Ende 36 Lieder rausgekommen, der Schatz. Und wir haben dann gesagt, dann machen wir daraus eine CD, aber nicht nur CD-Produktion, sondern wir wollen auch eine Bewegung gründen. Uns geht es auch darum, klar, Verlag, und ich kann jetzt hier die schöne CD zeigen, so wird sie mal aussehen, aber das ist ja nur das eine. Das andere ist, dass ich mir sehr wünschte, dass die Gottesdienstkultur sich wieder verändert. Dass Worship-Leiter entdecken, Pastoren entdecken, wir bringen das wieder zusammen, wir eröffnen einen Dialog. Und deswegen eben so diese Idee, hey, ihr Fachleute, holt eure Leute. Ja, und jetzt müsst ihr ja nicht weitermachen. Wie ist es dann gelaufen? Ja, also erstmal, glaube ich, ist es ein Statement, dass wir es zu zweit gemacht haben und nicht einer als Kopf sagt, ich mache jetzt die musikalische Umsetzung, sondern da liegt ja auch so eine Besonderheit drin in dem Projekt, dass verschiedene Leute sich ergänzen, auch in ihrer Art. Und so haben wir gesagt, also wir waren wirklich so 50-50, teilen uns die Leitungsaufgabe auch dieser musikalischen Umsetzung. Dann haben wir weitere Arrangeure dazu geholt. Also viele Lieder haben wir jetzt mal zu zweit uns aufgeteilt. Aber dann gab es auch den Arne Kopfermann, den Winnie Schweitzer, auch den Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg, die auch jeweils Lieder arrangiert haben, auch ein bisschen mit unterschiedlichen Akzenten. Und da gab es schließlich 12 Interpreten, Sängerinnen und Sänger, die auch bekannt sind, die auch selber für geistliche Musik stehen. Die haben wir dann eingeladen. In jedem Tag kam ein anderer im Studio und so. Die Band blieb dieselbe und so war das eine ganz schöne Gruppenerfahrung. Es war eine sehr große Session. Also 36 Lieder aufzunehmen ist nicht ganz einfach. Also es ist schon recht anstrengend. Wir haben es sehr kompakt gemacht innerhalb von 9 Tagen. Und ein Ziel unserer Zusammenarbeit war, wir wollten es möglichst live machen. Also man kann im Studio sehr viel nacheinander tun, aber dann gibt es oft die Situation, dass man sich gar nicht sieht. Aber wir wollten ein eigenes draus machen und das ist uns auch geglückt. Wir waren 9 Tage miteinander im Studio, wir hatten 3 Backing-Sänger, die waren immer da, die ganze Band war immer spielfähig. Und dann kamen die Solisten, wie Albert gerade sagte, immer dazu. Und dann haben wir die 3 Songs mit den Solisten gemacht und dann kamen die nächsten. Und das war eine ganz tolle Kommunikation. Wir haben den Tag auch gemeinsam angefangen und so ein bisschen genordet am Anfang. Und dann wurde Musik gemacht von morgens bis abends. Nach 9 Tagen war man ganz schön erschöpft. Aber es war, also im Nachhinein kann ich sagen, es war eine ganz tolle Erfahrung, weil wir lieben es einfach, Musik zu machen. Und wenn man das auch dann simultan miteinander tun kann
und auch so das Talent der anderen Musiker schätzt und es auch dem Ausdruck verleiht, auch die Solisten anfeuert und sagt, hey, das war super, mach noch einen Take und das wird noch besser. Das war eine tolle Erfahrung für uns. Hört sich sehr spannend an. Das sieht auch sehr spannend aus, denn wir haben einen Blick hinter die Kulissen. Den wollen wir uns mal kurz anschauen, liebe Zuschauer. Das hat mich schon beeindruckt, auch so selbstsicher gemacht, indem was ich glaube, ich bin nicht der Einzige zu sagen, ich stehe auf den Schultern von ganz vielen und von ganz großen Gläubigen vor mir. Dieses Festhalten an dieser Gewissheit, Gott ist da, Gott liebt mich, trägt mich durch. Auch immer diese Ewigkeitsperspektive, das haben wir in unseren neueren Songs oft nicht drin. Was ist über den Tod hinaus? Was trägt? Was kommt in der Ewigkeit? Wir haben bei vielen Liedern versucht, die behutsam in unsere Zeit zu bringen, aber so, dass sie mitsingbar, nachvollziehbar sind, damit modernes Popmusikgefühl entsteht. Ich finde, es klingt jetzt nicht so gut. Da gibt es ziemlich Power, aber es ist cool. Ich schätze die unglaubliche Dauer, die diese Lieder teilweise haben, also teilweise 500 Jahre. Das ist schon eine beachtliche Zeit und die Qualität von Liedern macht sich meistens erst dann bemerkbar, wenn man weiß, sie überstehen auch eine gewisse Zeit. Hier preisen auf der Erde, ich will ihn herzlich loben. Zeit hat sich zwar gedreht, aber ich würde sagen, es geht doch immer noch um die gleichen Fragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was hält, wenn die äußeren Umstände und Parameter zusammenbrechen? Das sah nach einer richtig guten Zeit aus gerade, die Sie da hatten. Und wir haben auch viele bekannte Gesichter gesehen. Wer war denn alles dabei auf Solistenseite? Also bei den Männern hatten wir den Juri Friesen, Thomas Enz, Daniel Harter, dann war es der Klaus-Peter Eberwein, der Johannes Hartl und, Albert, habe ich noch jemanden vergessen? Den Arne noch, Kopfermann. Arne Kopfermann, ja, war noch dabei. Unter den Ladies die Sarah Kaiser, die Anja Lehmann, dann meine Frau, die Andrea Adams-Frey. Dann von der Band Gracetown die Lena Belgard und Pamela Natterer. Dann vom Gebetshaus Augsburg die Veronika Lohmer. Wie ist das so in der Szene? Kennt man sich da untereinander? Oder ja, wie sind sie sich verbunden? Man ist freundschaftlich verbunden. Also das ist auch ganz wesentlich für so ein Projekt, dass man am liebsten macht man Musik mit Freunden. Und man sieht sich jetzt nicht jeden Tag, aber man kennt sich und schätzt sich. Und das ist das Schöne beim Musikmachen. Man hat so einen Respekt voreinander und kann dann gemeinsam irgendwie in aller Bescheidenheit, aber auch in aller Souveränität irgendwie miteinander musizieren. Das macht viel Spaß. Es war auch so schön, wie die unterschiedlichen Farben dann entstanden sind, wie ein Gemälde, was man mit unterschiedlichen Tönen malt, durch die Persönlichkeiten der einzelnen Beteiligten. Also jeder kam dann auch immer wieder ein neuer Sänger oder Sängerin und dann hat man gesagt, so, heute war Lila, jetzt kommt Türkis oder so. Also wirklich die Farben des Regenbogens, um das Ganze zu bekommen. Ja.
Herr Eggers, wie geht es Ihnen, wenn Sie das sehen? Also Sie hatten die Idee, er ist noch recht vage und jetzt ist das ja sehr konkret, das zu hören, das zu sehen, wie da auch alte, neue Dinge entstehen. Wie fühlt sich das an? Ist für mich ganz bewegend. Also ich sehe das jetzt auch erst zum zweiten Mal und ich sehe uns noch da in so einem Hotel-Tagungszimmer sitzen und die Idee ausspinnen zu viert oder so. Und jetzt hört man das und das ist voll Leben. Und für mich ist bewegend, dass genau die Idee rübergekommen ist, die mir so vorschwebte. Weil ich wollte nicht verpoppte alte Lieder. Die sind modern jetzt, aber sie sind mitsingbar. Weil ich denke dann immer an meine Kinder und habe gesagt, hey, die müssen das ja lernen. Die sollen nicht irgendeine Version davon lernen, sie sollen das Original lernen. Aber so, dass sie hinhören können. Das ist jetzt so geworden und das bewegt mich sehr. Wir haben gestern auch, wir hatten ein großes Fest in der SCM, haben mit Mitarbeitern gefeiert, saßen mit den Leuten mit der Musikabteilung zusammen. Und da war dann so dieses, oh, hast du das Lied gehört? Oh, das ist so schön, ich habe das neu entdeckt. Und habe gesagt, hey, so soll das sein. Die Jungen, die sollen das neu entdecken. Und dieses Mitsingbare, das war mir so wichtig, weil wir gerne eben auch die Gemeindeverbände dabei haben. Wir haben jetzt die Baptisten machen mit, die FEGs machen mit, die Mülheimer, die Gnadauer. Alle haben dieses Projekt adoptiert, empfehlen das ihren Gemeinden und sagen, hey Leute, hört dahin, macht mit, verändert eure Gottesdienstkultur zu so einer Heirat von Jung und Alt. Und es ist bewegend zu sehen, hey, das kann ja funktionieren, das kann ja ganz neu werden. Ist das auch so die Idee dahinter, dass man jetzt die Aufnahmen hat, aber dann auch ein Programm bereitstellt für die Gemeinden, die das dann auch in ihre Gottesdienste tragen? Oder wie geht es da jetzt konkret weiter? Naja, es wird ein Liederbuch geben mit Noten in einer bestimmten Zeit. Es gibt ein Andachtsbuch zu den Texten, sodass im Grunde wir eigentlich Material, Sound, Optik bereitstellen, dass Worshipleiter, Pastoren in den Gemeinden sagen können, hey, nehmen wir einfach auf, machen wir nach. Und lass uns die neuen, lass uns Themen zusammensuchen und ein altes und ein neues dazu. Lass uns die Geschichten von Liedern erzählen. Das interessiert die Leute doch. Wie ist das entstanden, ein Paul Gerhardt oder was weiß ich? Was steckt da für eine Lebensgeschichte dahinter? Und auf einmal gehen diese Lieder noch tiefer ins Herz. Ja, wir wünschen uns, dass sie sozusagen in die Gottesdienstkultur wieder eingeführt werden. Ja, der Begriff Worship-Leiter ist gerade gefallen, ist jetzt vielleicht ein Begriff, mit dem nicht jeder unserer Zuschauer was anfangen kann. Worship, Lobpreis, könnte man auch sagen, das ist ja auch eine ganz bestimmte Zeit im Gottesdienst und hat ja auch eine spirituelle Ebene und Bedeutung. Wie würden Sie das einem Außenstehenden beschreiben oder erklären? Es ist eine musikalisch gestaltete Zeit im Gottesdienst, wo sich die Musiker und auch die Gottesdienstbesucher einfach Gott öffnen können. Und es gibt eine besondere Worship-Bewegung seit den 70er Jahren. Das ist durch auch Leute, die hier in Deutschland federführend waren, Marianne Warrington, Mike Chance. Es gab Leute, die hier angefangen haben, einfach diese Kultur des sich Gott öffnens in der Musik und durch die Musik, die haben sie hier etabliert und das hat sich weiter durchgesetzt. Mittlerweile in den Freikirchen, aber auch in der katholischen und evangelischen Kirche ist das praktisch zu so einem Brauchtum geworden, dass man eine Zeit reserviert hat. Letztlich kommt es aus dem Alten Testament, wo die Leviten das auch schon gemacht haben, eine Zeit reserviert hat, wo man Lieder singt, aber nicht einfach nur, um jetzt Lieder zu singen, sondern sich bewusst auch mit seinem Herzen Gott öffnet und das erwartet, was Gott einem in dieser Zeit schenkt. Das ist eine schöne Kultur, die ist aber sehr stark auch natürlich popmusikalisch geprägt und das ist ja überhaupt nichts Negatives. Was unsere deutsche Historie angeht, denke ich, dadurch, dass wir recht viele auch aus Amerika und England importiert haben, auch in den letzten Jahren aus Australien, ist so ein bisschen unsere deutsche Sicht der Dinge, die ja auch ganz besonders ist, die auch ein Schatz ist, nicht nur irgendwie zu vernachlässigen ist, ist so ein bisschen verloren gegangen dabei. Und die Rückbesinnung auf diese alten Lieder, die sehr klar, detailliert Situationen beschreiben, auch nicht nur das Himmelhoch Jauchzen beschreiben, sondern auch den Blues haben, wo es auch mal hart hergeht. Ich finde diese Kultur noch mal interessant zu beobachten, weil für mich als Songwriter und als Worship-Musiker ist das gleichermaßen auch ein Blick in die Zukunft. Weil aus diesem Blick zurück kann ich auch erkennen, wie der Blick nach vorne sein könnte, um unserer Mentalität und auch unserem deutschen Wesen oder mitteleuropäischen Wesen, wenn man mal so will, das ja ein bisschen anders ist als das amerikanische und das australische, um dem auch mal ein bisschen Genüge zu tun und zu fragen, wo geht denn unsere Reise jetzt hin? Wie können wir unser Anliegen formulieren? Wie können wir uns Gott nähern? Wie können wir das Himmlische
ehrlich formulieren? Wie können wir Geist und Wahrheit miteinander in Beziehung setzen? Das sind für mich ganz wesentliche Punkte, die es auch im Songwriting, also im Liederschreiben, einfach zu berücksichtigen gilt. Und allein der Blick zurück hat mich vieles gelehrt. Ich dachte, ach, man kann noch so viele Formulierungen nehmen, die wir uns vielleicht gar nicht mehr trauen zu formulieren, weil wir denken, naja, das sagt man jetzt heutzutage nicht. Ich denke, man darf noch vieles, was man gerade nicht tut. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist Worship gesungenes Gebet, kann man das so sagen, sich wirklich ganz hineingeben über das Singen auch in die Präsenz Gottes. Wenn man jetzt, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber wenn man jetzt in einen konventionellen liturgischen Gottesdienst geht, dann werden ja manchmal die Lieder auch so runtergespult. Ist jetzt so ein Liederschatzprojekt vielleicht auch da eine Chance, dass wiederum dieser Worship-Ansatz für die alten Lieder diese auch nochmal neu aufschlüsseln kann, als wirklich als Zeit der Präsenz Gottes? Absolut. Also ich finde, es geht ums Brückenbauen. Wir haben ja von der Essenz her zwischen traditionellen Chorälen, die in einem liturgischen Gottesdienst gesungen werden, und modernen Worship-Songs, die am Stück in einer halben Stunde gesungen werden, gar keinen so einen großen Unterschied. Wir machen nur einen Unterschied draus. Es sind alles im Wesentlichen Gebetslieder oder bekennende Lieder. Die Inhalte sind erstaunlich ähnlich. Wenn man ein bisschen die Sprache überträgt, was wir da aufgenommen haben, ist nicht wirklich substanziell anders, als was wir heute an Gebetsliedern haben. Aber eben die Brücke von der einen Seite könnte vielleicht sein, die Worship-Bewegung hilft uns, die mit emotional, mit innerer Beteiligung zu singen. Und auch Popmusik nicht nur deshalb, weil das jetzt unbedingt modern sein muss. In dem Sinne stimme ich dazu, wir wollen das nicht verpoppen. Aber einfach das Originalspiel, das sagst du ein bisschen optimistisch, das geht auch nicht. Man muss es ja interpretieren. Jeder Kirchenmusiker interpretiert das, was er vor sich da liegen hat. Und diese Interpretation, die fließt eher in dieses Worship-Gefühl. Also da geht ein Rhythmus durch, da ist auch nicht diese klassische Steifheit, ich sitze jetzt da und singe aus dem Buch, sondern ich als ganzer Mensch beteilige ich mich. Und die Vision wäre eigentlich, dass das immer mehr eins wird, dass man auch in so einer Worship-Zeit zwei Choräle und zwei neue Lieder mischt. Man merkt gar nicht mehr so sehr Unterschied. Und auch, dass in liturgischen Gottesdiensten auch Worship-Songs Einzug halten. Also in beide Richtungen, denke ich, kann die Brücke gebaut werden. Wir haben auch gerade Ein feste Burg ist unser Gott gehört. Das ist ja fast eine Hymne des Protestantismus, wenn man so will. Wie nähert man sich einem solchen Monument von Lied an? Heftig, sehr deutlich. Also das ist Rock'n'Roll pur. Also wenn man allein schon den Text liest, das jetzt ganz zart beseitet zu spielen, das wäre für mich eine Fehlinterpretation. Insofern haben wir das, ist es auch so ein bisschen, also da sieht man den kämpferischen Luther. Und genauso haben wir es interpretiert. Das ist richtig Rock'n'Roll geworden. Wir mussten uns so ein bisschen durch die Takte kämpfen, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und ich habe es einfach geliebt, dieses Lied aufzunehmen. Thomas Enz hat es wunderbar gesungen. Er ist ein richtiger Rocksänger. Und ich glaube, wir haben den richtigen Weg gefunden. Mich würde interessieren, wie Luther es findet. Gab es sonst Favoriten, Albert Frey? Es ist schwer, was rauszugreifen. Also von Lothars Arrangements finde ich auch gerade Ein feste Burg sehr gelungen. Es markiert schon ein bisschen die härteste Kante. Da geht es auch bis ganz sanft oder bis fast klassisch Gebetshaus Augsburg. Weiß ich den Weg auch nicht. Ja, also was an der Lehmann, das haben wir als klassische Ballade, ja, einfach auch nicht herber gemacht. Und es ist spätromantisch und so fließt es auch nur ein bisschen mit schönen Akustikgitarren und Harfe und so. Oder meine Frau, die Andrea, hat dieses ich singe dir mit Herz und Mund, auch Paul Gerhardt. Fast wie so Filmmusik, also hat sie sich das vorgestellt und haben wir das so arrangiert. Fängt gleich ganz klein an und dann kommt immer mehr das Orchestrale. Also da gibt es ganz unterschiedliche Nuancen. Drei CDs wird es geben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Pardon. Das ist auch thematisch dann so aufgebaut. So haben wir es versucht zu ordnen, beziehungsweise die beiden versucht das zu ordnen, weil es ist ja 36 Lieder. Als Fundus ist erstmal eine ganze Menge. Aber dann eben diese gute Aufteilung, die ja auch dem Wesen des Evangeliums ganz klar stark entspricht. Das ist ja das, was in unser Herz muss. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist eine gute Einteilung geworden. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns von dieser Schatzsuche erzählt haben. Und ich bin ganz sicher, dass das auf jeden Fall in beide Richtungen funktionieren wird, wie wir das ja auch schon festgestellt haben. Und bei Ihnen bedanke ich mich auch, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung und sage bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Musik